So, hallo liebe Leute, einen schönen Abend, Mittwochabend. Ich nehme gerade das Video auf um 21:45 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe es noch so zwischen 23 Uhr das Video hochzuladen heute noch, am Mittwoch. Ja, mit Formel 1 Karriere 2019, die zweite Saison in Frankreich. Ja. Jetzt gucken wir uns erstmal hier alles schön an. Ja, wollte ich euch auch mal zeigen, meine ganzen Sachen, die ich schon gemacht habe hier für mein Fahrzeug. Ja, ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Ach, immer überspringe ich die Kacke. Okay, da war gar nichts da. Alfa Romeo steht auf vorletzten Platz. Bei der Technik, das ist nicht so gerade schön. Ja, das sieht alles noch eigentlich gut aus für Alfa Romeo. Aber ich bin ja einer, darf ich hier oder einbauen? Das ist keine Strafe, ja klar, bauen wir ein. Keine Strafe, das ist mal schön, sowas zu hören. Keine Strafe. Auch schön. Da brauchen wir noch gar nichts bauen. Ich weiß nicht, warum der auf 2 geht immer. Lassen wir es da mal. Belassen wir es dabei. So. Dann fangen wir mal an mit, ja, die Qualifying hier in Frankreich. Und bin mal gespannt, wie ich mich so Meister. Die zweite Saison, muss ich echt sagen, ist für mich echt schief gelaufen. Nicht das, was ich mir erhofft habe. Ja. Kann aber nur besser werden. Willkommen zum Qualifying des großen Preises von. Ja, weiß ich. Ach ja. Fliegende Runde, so schon. Oh, wie sieht sie zu da? Ich bin zufrieden. Bis jetzt. Ja, letztes Mal hier in Frankreich war ich ja Erster mit McLaren. Mal gucken jetzt. Bottas, ey. Fährt da auch eine geile Karre. Runde gefahren. Saubere Arbeit. Und das finde ich nice. Wenn ich die schnellste Runde hinlege, ist das schon geil.
Ja? Gucken wir uns das jetzt mal an. Ah, könnte vielleicht schon haben. Das wird für Max Verstappen und Lukas Weber sehr schwer, mich zu knacken, aber Max Verstappen hat es geschafft. Mit 1,33. Das war ja klar. Aber ich bin Zweiter. Ne, Qualifying 2 kommt er jetzt. Ich bin zufrieden. Vollkommen mit Alfa Romeo jetzt zufrieden. Hier in Frankreich, ja. Kann sich sehen lassen. Hoffe nur nicht, dass jetzt im Rennen solches, was gleich kommt, mir der Motor um die Ohren fliegt. Weil er jetzt so schon fast gelb war. Alfa Romeo hat es ja an sich, dass der Motor nicht lange hält. Ach nö, jetzt höre ich gar nichts mehr. Schöner Wind. Ach, wie ich das liebe, ey. Wie ich das liebe. Wenn man gar nichts mehr hört. Aber ohne Geräusch ist es schwer zu fahren. Echt schwer zu fahren. Ah, selbst den, das höre ich nicht. Weil ich meinen Flügel aufmachen kann. Naja. Probieren wir es mal so. Vielleicht hilft es ja uns. Echt schwer ohne Motor zu fahren, ey, oder Geräusche. Schon heftig. Ich muss mich jetzt echt an die Zeichen außen, weil ich mein DRS aufmachen kann. Darauf achten. Oh, bis jetzt sieht es gut aus, wenn es so weiterläuft. Finde ich. Okay, da war ich jetzt ein bisschen außen weg. Aber egal. Mal wieder DRS auf. Dritter. Ah, oh, nur Dritter, ey. Können wir noch besser, Killerbär. Nee, das können wir noch besser. Auch wenn wir den Motor nicht hören. Zu weit außen, aber kriegen wir noch. Verdammt. Ach, Vierter. Ohne Motor.
Motorgeräusche, ja, ist schon krass. Komm, Hauptsache, letzte Qualifying schaffe ich rein. No, wir haben es geschafft, let's qualify. Na, no, ist doch cool. Alfa Romeo fährt rum, mit mir wiederum mit. Und ich bin zufrieden, was will ich mir. Ah, endlich, schöner Geräusch wieder. Oh, das ist so angenehm, den Motor zu hören. Los geht's. Ja, wer hat ihn geknackt? Dann sind wir jetzt mal gespannt. Das ist uns, das ist mir noch reicht, meine ich. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,33,3. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Wolf, Verstappen und Lukas Weber. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja, und wir sehen uns jetzt gleich im Rennen wieder. Kommen in vielen Zusammenschnitten der Formel 1 vor. Hoffen wir, dass wir davon im heutigen Rennen auch ähnliche Szenen sehen werden. 6 Links- und 9 Rechtskurven sorgen auf dem Circuit Paul Ricard für insgesamt 15 Kurven, die es auf einer Länge von 5,79 Kilometer zu bewältigen gilt. Die durchschnittliche Geschwindigkeit dürfte in etwa bei 229 km/h liegen. Richtig schnell wird es auf der Mistral-Geraden, da erwarten wir Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 330 Stundenkilometern. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Reden wir über Wolf. Sie haben neulich ein Interview mit einer nicht sehr positiven Beurteilung der Leistung des Teams gegeben.
Wie ist deine Meinung dazu? Jeder, der das Team aktuell in der Öffentlichkeit kritisiert, tut ihm damit keinen Gefallen. Klar, manchmal brauchen Leute einen Tritt in den Hintern, aber sehr viel öfter geht es darum, jemanden zu haben, der einen unterstützt und ermutigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit derartigen Bemerkungen besonders viele Freunde in der Werkstatt gemacht haben. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Wolf startet aus der Pole Position und Max Verstappen steht daneben. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Weber, Bottas, Romain Grosjean und Vettel, Gasly, Hamilton, Leclerc und Devin Butler, Perez, Albon, George Russell und Magnus, Hülkenberg, Norris, Daniel Ricciardo und Lance Stroll. Sainz Junior und Kimi Räikkönen rundet die Startaufstellung ab. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Du hast sehr gute Chancen auf Platz 18. Dann gesagt, liebe Leute, 18. Platz, das soll man träumen. Ich bin bis jetzt auf den ersten noch. Ja. Nein! Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Ja, klar. Auch schnell. Okay, kein guter Start. Wir müssen wieder auf die richtige Spur kommen. Gehen wir mal auf niedrig. Ich fahre mal ein bisschen. Unser RAS. Ja. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Cool.
Ach, ist doch keine Abkürzung gewesen, Mann. Mann. Max Verstappen hat da die Bestzeit von Andre. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Das Auto hinter dir fällt zurück. Eine Lücke bildet sich. Safety Car, Safety Car. Kein Überholen. Langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Ein paar Infos zu Butler. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Butler? Oh. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Vorne in der Box. Puh. Oh, sind da fast alle in der Box. Von alle in der Box. Kimi jetzt an die Box. Kimi an der Box. Fahr raus. Fahr jetzt raus. Krass. Alle an der Box. Alle. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Schöne Safety Car, wie ich dich liebe. Mm-hmm.
Zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Kehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety-Car-Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Was? Ich war da, ja, du dummes Arsch. Ich bleib hier stehen, mein Freund. Ja, gib mir 5 Sekunden Strafe. Und du erklärst mir gleich für was. Also ich war die ganze Zeit hinter den zweiten. Und dann kommt der eine und meint mich zu überholen und ich krieg die Strafe. Ja, klar doch. Der Safety Fan. Grüne Flagge. Ziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Ja, komm her.
fast leer. Wenn den IRS-Einsatz runterdrehen, gewinnt ihr mehr Energie zurück. Alter Schwede. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schaltet den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,8 Sekunden. DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Boah, zieht da über die Linie weg, ey, der Bottas. Krass. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ey, was läuft denn hier, Lukas Weber? Ja? Mach das, Lukas Weber, mach das. Ich komme. Drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus.
Batterie ist fast leer. Reduziere den ERS-Einsatz. Ja, gleich, wenn ich dazu komme. Das ist ein Kampf, ne? Ja. Gut, der Lukas Weber, mein Gott. Verdammt gute Karre, ey. Bleibt zu werden ist auch schön, sag ich mal. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Boah, zieht der weg, Decker. Ja, auf Überholung. Scheiß drauf, ja. Naja, Hauptsache Dritter, Leute. Lukas Weber hat die Bestzeit, ich bin gute auf. Arbeit, du hast dich heute gut geschlagen. Ich glaube, der Chef wird damit sehr zufrieden sein. Denke ich mal. Großartige Leistung von Williams, was für ein überzeugender Sieg. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, Mira. Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und hier sind sie auf dem Weg zum Podest. Ein hart erkämpfter Sieg heute für das Team, den es mit Sicherheit richtig auskostet. Und da stehe ich mal wieder auf Podium. Gewinner von heute, Team Williams.
Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das ist ein Deutscher. Max Verstappen sollte mit seiner Leistung hochzufrieden sein, denn er macht weiter bodengut an der Spitze der Rangliste. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Kimi Räikkönen. Er ist jemand, der einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, trotz seiner sehr guten Leistung auf der Strecke. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Williams baut seine Kimi Räikkönen ist auch eine Punkte. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber Williams, ey, die beiden ja, die haben aber auch eine schnelle Karre. Hut ab. Hut ab, ey. Mein Teamkollege endlich auch mal einen Punkt rein. Lewis Hamilton auf dem 10. auch der Weltmeister, der bringt es einfach hier nicht mehr. Enttäuscht hier volle Kanne. Vettel. 0 Punkte nur auf den 11. Wow, was läuft denn hier? Leclerc auch. Dann haben wir Butler, der leider raus ausgeschieden ist vom Racing Point. Schade. Schade, schade. Und punktemäßig sind wir jetzt auf mit 21 Punkten. Geil. Auf den 10. Platz geschossen. Schön. Ja, der Vettel ist vor mir. 32 Punkte. Ja. Es läuft, liebe Leute, es läuft. Ich denke mal, jetzt läuft es. Kimi Räikkönen auf dem 5. Platz, 15. Platz mit 6 Punkten. Yeah. Ja, der Italiener ist da raus, war ich ja jetzt für Alfa Romeo Fahrer. Und ich denke mal, Alfa Romeo ist mit mir zufrieden. Und ich bin, naja, zufrieden nicht so gerade, wie der Wagen so ist, aber warten wir erstmal ab. Mag die Karre uns so bringen, ne? Und Konstrukteurrangliste sind Alfa Romeo auf dem 7. Platz mit auch wieder 21 Punkte. Damit Kimi Räikkönen nicht mit mir die Punkte oder was? Naja. Aber es sieht schon mal gut aus. Ich bin zufrieden. Das Williams hier voll auf Kakerlau und so. Und Ferrari ist einfach nicht hinkriegt. Mercedes, McLaren kriegt es einfach nicht hin. Das ist schon krass. Na gut, liebe Leute, dann sehen wir uns vielleicht morgen bei FIFA-Karriere. FIFA 20, ne? Wenn Bayern wieder spielt. Und so, ich weiß, geht's jetzt nach Leipzig, nach RB Leipzig. Ich kann am Freitag gucken, was ich da live streame abends. Lasst euch überraschen. Samstag, seid dabei. Samstagabend Event, der zweite Event starten wir. FC Fiber verteidigt seinen Weltmeistertitel unter seinen besten Kumpels von Formel 1 mit mir zusammen. Ich sage euch, es wird eine Überraschung geben. Ich gebe schon mal einen Tipp ab, ich fahre nicht mehr für Alfa Romeo. Ich bin gewechselt nach Haas. Seid gespannt. Und es sind viele neue dabei.
ein oder zwei oder drei, meine ich, sind neu dazugestoßen bei uns in den Event. Und wenn du auch Formel 1 hast, Formel 1 2019, und du hast PS Plus, bist du herzlich eingeladen. Kannst du gerne mit uns fahren. Kannst du dich beweisen, wie gut du bist. Ne? Na gut. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns. Oder eher gesagt, wir hören uns. Bis dann.